dieser Begriff Community Supported Agriculture, das heißt für mich eigentlich, dass die Menschen auch Anteil nehmen und an dem Stückchen Land, was sie sozusagen ernährt. Also man kann das ja durchrechnen, wenn man das sagt, also jeder Mitteleuropäer braucht ungefähr eine Landwirtschaftsfläche von 3000 Quadratmetern zu seiner Versorgung. Und diese 3000 Quadratmeter, die gehören einem sozusagen irgendwie auch ideell, oder für die kann man auch Verantwortung übernehmen. Und diese Möglichkeit bietet sich in diesem CSE-Modell eben ganz konkret an, dass die Menschen, die das wollen, sozusagen für ihr Stückchen Land sozusagen Verantwortung übernehmen können und da auch ein Stück weit mitbestimmen können und teilhaben können. So aus Produzentensicht bedeutet für mich CSE, dass ich mich ganz darauf konzentrieren kann, eine gute Versorgung zustande zu bringen. Also ich muss mich jetzt in meinem Anbau nicht davon leiten lassen, was sind profitable Kulturen, wie schaut der Ertrag von der einen oder anderen Kultur aus, sondern mein Fokus ist, mir zu überlegen, wie sieht eine reichhaltige Gemüseversorgung übers Jahr aus und wie muss ich wirtschaften, dass die möglichst qualitätsvoll ist. Und ich kann mich darauf konzentrieren, mit dem Boden so zu arbeiten, wie ich das für sinnvoll halte und mit den Sorten so zu arbeiten, wie ich das für sinnvoll halte, selber das Saatgut zu ernten, Sorten zu pflegen. Das sind Möglichkeiten, die ich in einem profitorientierten System so nicht hätte. Ja, also unser Betrieb befindet sich hier in Gänserndorf, also im östlichen Machfeld, mit Böden, die auch sehr gut für einen Gemüseanbau geeignet sind. Und unser Betrieb hat eine Größe von 5,5 Hektar und wir arbeiten hier ungefähr 8 Personen. 8 Personen das ganze Jahr, also nicht alle 8 Personen in Vollzeitarbeitsverhältnissen. Ja, der Betrieb ist langsam gewachsen. Also im ersten Jahr mit einer kleinen Anbaufläche von Gemüse, das war nicht einmal ein halber Hektar. Und da waren wir zu zweit. Da war klar, der Betrieb ist neu entstanden, es ist notwendig zu investieren. Man kann noch nicht so klar sehen, wo sich der Betrieb hinentwickelt. Also wir haben das Gemüse eigentlich am Naschmarkt und Karmelitermarkt sehr gut verkauft und trotzdem ist es sich am Ende des Jahres, ist es sich wirtschaftlich einfach dann nie ausgegangen. Dann vielleicht so nach 5, 6 Jahren war deutlich, auch wenn der Betrieb wächst und wir mehr produzieren, wird die wirtschaftliche Situation dadurch nicht besser, dadurch, dass wir eben recht arbeitsintensiv wirtschaften. Und das war dann der Hintergrund, so wirklich auch bewusst nach Alternativen zu suchen. Die eine Überlegung war, den Betrieb umzustrukturieren, effizienter, weniger Produkte, die Vielfalt einschränken. Und da haben wir gespürt, das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und dann war eben auch die Offenheit da zu schauen, gibt es ein Umfeld oder können wir unser Umfeld verändern oder uns eine Situation schaffen, in der wir trotzdem mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, existieren können. Und das war sozusagen der Nährboden, auf dem dann diese CSE-Idee für uns gefruchtet hat. "2007 waren so die ersten Ideen und das Kennenlernen von CSE. 2008 haben wir begonnen mit den 20 vorfinanzierten Gemüsekisten und dem Volunteers Day einmal in der Woche, wo Leute den Betrieb kennenlernen konnten, mitarbeiten konnten. Das haben wir auch sozusagen aus Amerika übernommen. Und dann Ende 2009 ist die Arbeit von der Arbeitsgruppe losgegangen, das Konzept für eine Voll-CSE vorzubereiten und die erste Saison war dann 2011. Und das für uns Neue war dann durch diesen Input vom Herrn Strenz, dass es auch möglich ist, sich komplett von diesem System zu verabschieden. Also von dieser Verbindung Produkt und Preis und dass es eine andere Möglichkeit gibt, einen Betrieb zu finanzieren. Und das hat für uns dann wirklich so einen ganz großen Unterschied gemacht. Also nämlich eine ganz neue Rahmensituation zu schaffen, wo wir sagen, hier gibt es einen Betrieb, der möchte auf eine bestimmte Art und Weise produzieren. Und dieser Betrieb hat Ausgaben, die sind in einer bestimmten Höhe übers Jahr. Und andererseits gibt es eine Personengruppe, die möchte von uns versorgt werden. Und diese Personengruppe übernimmt die Kosten des Betriebes. Was wir uns vorher vielleicht gar nicht haben vorstellen können, dass das funktionieren kann, dass man weggeht aus dem so vertrauten Umgang mit Geld, Produkt hin, Geld her, das dieser Art zu kalkulieren.
Ja, also die Menschen, die bei uns mitmachen und von unserem Betrieb mit Gemüse versorgt werden, die gehen mit unserem Betrieb eine einjährige Vereinbarung ein. Die Saison beginnt jeweils mit einer Jahresversammlung, wo alle Interessenten, die da mitmachen, sich zusammensetzen und das Jahresbudget des Betriebes gemeinsam beschließen. Und das Jahresbudget wird dann, also dieser Geldbedarf fürs Jahr, der wird aufgeteilt auf die Anzahl der Personen, die mitmachen. Wobei wir da eben für heuer, für 2012, einen Richtsatz von für einen ganzen Ernteanteil von 1.020 Euro haben. Das kann man als gesamten Beitrag zahlen oder monatlich mit 85 Euro. Das ist sozusagen der Durchschnittswert. An dem orientiert man sich für die Einstufung. Das kann eben weniger sein, es kann mehr sein. Ich kann mir auch mit dem Betrieb vereinbaren, zum Beispiel nur einen ganz geringen Beitrag zu zahlen und den Rest durch eine regelmäßige Mitarbeit zu finanzieren. Und wir haben einfach Peter und Lilly vorgeschlagen, dieses Modell von Mitarbeiten. Da ist Mitarbeiten, da ist Ernteanteil kaufen, also durch Geld beziehen. Und sie waren sehr offen dafür. Sie haben sogar gesagt, sie würden das gerne auch anderen möglich machen. Also einerseits gibt es die Möglichkeit, über die Hauptgemüsesaison eine fertig gepackte Gemüsekiste zu bekommen. Oder die andere Möglichkeit ist, über das ganze Jahr mit Gemüse versorgt zu werden und dieses Gemüse selber frei auszuwählen aus einem Marktstand, der aufgebaut wird wie ein üblicher Marktstand, wo man einfach hinkommt und das Gemüse mitnimmt, das man für seine Versorgung für eine Woche braucht. Das Angebot ist zurzeit im Frühling entsprechend, also hauptsächlich grün. Heute gibt es sogar frische Kräuter. Und Sie sehen ja die glücklichen Menschen, die bei uns Gemüse abschleppen. Ich bin eigentlich von Anfang an dabei und bin begeistert. Und es ist wirklich zu jeder Jahreszeit gibt es genügend Gemüse. Und man lernt das Gemüse jahreszeitmäßig zu verkochen und zu essen. Da weiß ich, es ist wirklich das biologische Gemüse von unseren Feldern. Das Besondere an der freien Entnahme ist für mich, dass ich das nehmen kann, was ich benötige, ausreichend. Und die Dinge, die ich nicht brauche, kann ich da lassen und da kann sich jemand anderer mehr nehmen, weil es ist ja nicht jeder alles und das ist für mich ein Riesenvorteil, weil ich weiß ja, was meine Familie isst. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass ich das nehmen kann, was ich brauche, dass es sehr viele verschiedene Sorten gibt, dass es auch sehr viele alte Sorten gibt und dass das ganze System auf Nachhaltigkeit aufgebaut ist. Man schätzt sich ein, wie viel man braucht und dann bezahlt man eigentlich theoretisch, was man will. Es gibt schon einen Richtbetrag, aber man schätzt sich halt auch ein, was man sich finanziell leisten kann. Und dann nimmt man jede Woche, was man braucht. Also das kann mal weniger sein, wenn man Gäste hat, auch einmal mehr. Aber man kann nicht pausieren oder so. Das ist wie mit dem eigenen Garten, der wächst auch allein weiter. Ja, weil die Saisongemüse ist eigentlich egal, ob Frühling, Sommer, Winter, auf ein paar Gemüse beschränkt im Supermarkt und man merkt das eigentlich gar nicht, wie man sich langsam auf das auch begrenzt. Und auf einmal mit den neuen Sachen, die man bekommt, beginnt man auch anders zu kochen. Naja, also die Saisonalität war am Anfang schon ein bisschen komisch, aber das sind eher die Vorteile gewesen, die ich hatte gegen einzelne Geschmacksrichtungen, aber es hat sich dann überhaupt nie als Problem herausgestellt. Das Einzige, was manchmal jetzt ist, jetzt würde ich manchmal gerne eine Karotte oder sowas für das Baby kochen, aber dadurch, dass es halt jetzt noch keine Karotten gibt, steige ich schon auf Spinat um. Aber das ist auch kein Problem. Also das ist roter Mizuna, das ist Senfkohl, Salate, Radieschen, Rhabarber, Rucola haben wir zwei Sorten, den
Rucola, den Sie im Geschäft kriegen, und den Rucola, den Sie nur bei uns kriegen? Ja, ich glaube, das CSA-System ist einfach für die Gärtnerinnen und die Landwirte ein sicheres Einkommen, eine sichere Basis, ihre Arbeit zu machen. Ich arbeite selbst in der Landwirtschaft und ich weiß, dass es ist eine sehr schlecht bezahlte Arbeit für die Arbeiterinnen. Und so eigentlich mit dem CSA-System, die kriegen fast die Hälfte oder mehr von dem Geld ganz am Anfang. Die wissen, wie das so weitergeht in dem Jahr. Und auch für die Leute, die da mitmachen als Teil der Community, sie wissen, die kriegen frisches, regionales Gemüse, ein Tag nach es geerntet ist. Und wenn du von einem Bioladen kaufst oder von einem Supermarkt, du weißt nie, wie alt das Zeug ist. Ne? Erdbeeren aus Italien, die schon vor 10 Tagen geerntet waren und so Sachen. Und hier, wir wissen, das ist gestern geerntet. Ne? Das ist auch wichtig für uns. Das ist das Outlet vom Designladen des lieben Gottes. Ja, es ist alles handgemacht, alles besonders schön und außergewöhnlich. Also meine Motivation mitzumachen war in erster Linie der Geschmack und dass ich eben sozusagen diesen Fruchtwechsel besser nachvollziehen kann, was wann im Jahr wächst und was wann saisonal sozusagen Sinn macht. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung da. Was bedeutet, wenn einmal am Markt heißt, es gibt davon nicht so viel? Und dann, wenn du mal rüberkommst und anschaust, was so eine Pflanze braucht, ein Knollen ziehst zum Beispiel, um zu wachsen und um eine Menge davon ernten zu können, dann hast du plötzlich ein ganz anderes Verständnis gegenüber dieser Satz, es gibt jetzt nicht so viel. Viele Menschen suchen eigentlich diese Rückbindung wieder zum Land und über dieses CSE-Modell ist das eigentlich ganz konkret möglich. Also wir haben schon seit einigen Jahren einen Mithilfetag einmal in der Woche und es wird sehr gut angenommen, wo dann Leute, die das interessiert, rauskommen, sich den Betrieb anschauen, mitarbeiten, uns kennenlernen, uns Fragen stellen können und über die CSE, über die Arbeit. Und wir essen dann auch gemeinsam. Also wenn mehrere Leute da sind, ist es ein kunterbuntes Durcheinander und das ist, kann sehr entspannt sein. Von der Betriebsseite ist es natürlich ganz super, weil wir wissen, wen wir versorgen und weil wir diese direkte Beziehung haben. Das macht in der Arbeit eigentlich auch viel mehr Freude oder Spaß, als wenn man nicht so genau weiß, wo kommen die Produkte dann hin oder werden sie vielleicht dann doch entsorgt oder braucht sie eigentlich niemand oder sind sie nur irgendeine Manipulationsmasse oder Spekulationsmasse. Es ist Platz für sehr viele CSEs und ich würde mir auch wünschen, dass es auch da in der Region mehr Betriebe gibt in der Art und Weise wirtschaften, wo dann auch zwischen den Betrieben wieder eine andere Art von Austausch passieren kann. Es wäre einfach schön, wenn mehr Kleinbetriebe entstehen, die nachhaltig wirtschaften und trotzdem überleben können, weil sie eben eine Gemeinschaft im Hintergrund haben. Es war Zufall, ich war auf der Suche nach Zuckerwurzeln und Knollenzisten, die man nirgends bekommt. Und ich habe dann beim Peter angerufen und er hat gesagt, er verkauft es nicht, man muss Mitglied werden. Da bin ich Mitglied geworden.